Albisocchi Caramellate e Pesto Dolce di Pomodori, Klammer auf, karamellisierte Aprikosen, mit süßem Tomatenpesto, gemahlene Mandeln in eine Pfanne ohne Fett vorsichtig rösten, herausnehmen und vollständig auskühlen lassen. Anschließend Mandeln mit Ricotta und fein gehacktem Rosmarin verrühren. Aprikosen waschen, halbieren, jeweils Stein entfernen. Hälften etwas aushöhlen, Klammer auf, geht am besten mit einem Kugelausstecher, Klammer zu, die Mandelmischung hineinfüllen und glatt streichen. Gefüllte Aprikosen 60 Minuten kühl stellen. Für das Pesto, getrocknete Tomaten klein würfeln. Zucker mit Vanillemark, Zitronensaft und 50 ml Wasser aufkochen. Heißen Sirup mit Tomatenwürfeln in einem Mixer fein pürieren. Mischung komplett auskühlen lassen. Kuvertüre fein raspeln und unter das Pesto heben. Aprikosen mit braunem Zucker bestreuen und mit dem Flambierbrenner goldbraun karamellisieren. Nach Belieben mit Rosmarinspitze garnieren und mit dem Pesto servieren. Pro Portion 395 K 111.660 K 51 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett. Zubereitungszeit 40 Minuten.